Es beginnen die Verfasser. Zunächst Frau Kollegin Harms für eine Minute. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wegen einer konstruierten Anklage sitzt der Direktor von Memorial in Tschetschenien seit einem Jahr im Gefängnis. In dem Schauprozess gegen Ojub Titijew drohen ihm bis zu 10 Jahren Gefängnis. Unsere Sorge gilt ihm ganz besonders, weil seine Vorgängerin von Memorial in Grosny 2009 ermordet wurde. Und diese Resolution ist auch eine Erinnerung an Natalia Estemirova. Ojubs Familie wird permanent bedroht. Seine Kolleginnen bei Memorial sehen sich auch einer immer stärkeren Verfolgung direkter Gewalt und Kriminalisierung bedroht. Memorial ist der Träger des Sacharow-Preises des Europäischen Parlaments. Und wir sind der Überzeugung in einer großen Mehrheit in diesem Haus, dass wir mehr Verantwortung für unsere Preisträger übernehmen müssen. Wir fordern deshalb ganz zentral den External Action Service, unsere Botschaft, auf, kümmern Sie sich um diesen Fall. Und wir fordern die russischen Behörden auf, lassen Sie die Anklagen fallen und lassen Sie Ojub Titijew frei. Vielen Dank, Frau Kollegin Harms. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Stettiner. Pane předsedající, dobrý